In diesem Video soll es ganz kurz um die HTTP-Status-Codes gehen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die genau verstehen, weil wir nachher mit denen arbeiten werden. Denn auch unsere Services werden Status-Codes zurückgeben und Sie programmieren, welche Status-Codes das sind. Wichtig zu verstehen ist, wir müssen immer die Status-Codes verwenden in unseren HTTP-Responses, die vom Standard vorgegeben sind. Man darf und sollte keine neuen eigenen Status-Codes erfinden. Deswegen gehen wir ganz kurz die Status-Codes durch. Meine Folie ist so ein bisschen schrottig, deswegen habe ich mich entschieden, hier die Wikipedia-Seite zu verwenden. Die ist einfach vollständiger. Es gibt, wenn Sie Status-Codes anschauen, insgesamt 5 Typen. Die Einser, das sind einfach irgendwelche Informationen. Die Zweier, das sind erfolgreiche Operationen. Davon hatten Sie im Vorgängervideo immer die 200 für Status alles prächtig. Sehen Sie hier 200. Die 300er ist eine Umleitung. Passiert Ihnen häufig, wenn Sie die HTTP-URL eingeben und die Webseite verweist Sie dann auf die HTTPS-Seite oder die Domäne ist umgezogen oder sowas. Also da haben Sie immer hier solche Redirects. Zum Beispiel die Seite der TH Rosenheim gibt eine 302 zurück, wenn Sie die mit HTTP aufrufen. Was uns sehr viel beschäftigen wird, sind die 400er Fehler. Das heißt, wir haben Fehler gemacht beim Zusammenbau des Requests. Also die Anfrage war irgendwie fehlerhaft aufgebaut. Auf die anderen gehe ich nochmal ein. Und da gibt es eine ganze Menge. Und der Klassiker, den wir auch bei unserem Programm immer finden werden, ist 500. Das ist der Fehler auf Serverseite. Also insgesamt 5 Fehlerarten. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die 200er ein. Zum Beispiel, wenn Sie mit einem Post-Request neue Daten am Server anlegen, dann müsste eigentlich immer eine 201 zurückkommen. Oder wenn Sie einen Video-Upload machen und größere Daten verarbeiten, die aber noch nicht vollständig verarbeitet sind, dann geben Sie eine 202 zurück. Häufig, wenn Sie was gelöscht haben, kommt eine 204 No-Content zurück. Das sind so die Sachen, die Sie häufiger auch beim Programmieren brauchen. Klassiker sind auch hier die 400er Fehler. Der Klassiker, den Sie normalerweise haben, ist immer der 404. Das heißt, Ihre angefragte Ressource ist gar nicht am Server vorhanden. Das kommt sehr, sehr häufig. Oder Sie haben den Request kaputt zusammengebaut, da kommt eine 400 zurück. Und was wir ganz häufig beim Authentifizieren brauchen werden, sind die 2403 und die 401er. Das kommt nämlich dann, wenn wir uns am Server authentisieren müssen mit Verfahren wie Basic Auth, dann werden wir mit dem 401 und dem 403 zu tun kriegen. Und in der Demo sehen wir gleich noch den 406. Da habe ich einfach irgendwelchen Blödsinn übergeben. Da kommt ein Not Acceptable zurück. Ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen Fehlertyp durch. Sie können sich vorstellen, dass das eine ganze Menge ist. Schön wäre es ja auch, wenn man die 418 zurückgibt, dass man ein T-Pod ist. Vielleicht ist das ja, freut das ja den, der dagegen programmiert. Aber Sie sehen, diese Antwort, diese Status-Codes müssen Sie immer zurückgeben, wenn Sie HTTP-Requests beantworten. Und Sie müssen, auch wenn Sie selber einen aufrufen, müssen Sie natürlich diesen Status-Code auswerten. So, jetzt machen wir mal ganz kurz ein paar Beispiele als Demonstration. Ich habe jetzt hier mir mal wieder dieses SWAPI, also Star Wars API, hergenommen und schicke dem jetzt einfach einen ganz normalen GET-Request mit ganz normalen Header-Parametern. Und da müsste eigentlich der Status-Code 200 zurückkommen. Ne? Und Sie sehen hier im Body kommt unser Luke Skywalker zurück. Wenn ich dem jetzt Blödsinn gebe, zum Beispiel Luke Skywalker, aber davon das Unterfeld Tralala, dann findet er das nicht 404. Wir können den Request ein bisschen vermurksen. Wir könnten zum Beispiel versuchen, einen Post-Request abzusetzen, das heißt, den Luke Skywalker zu verändern. Machen wir das mal. Dann kommt hier sogar ein Internal Server Error. Eigentlich müsste sowas kommen wie is not allowed, forbidden oder sowas oder bit request. Das heißt, da kommt ein interner Server Error. Ich kann auch versuchen, mal den Request kaputt zu machen. Ich mache hier meinen GET-Request wieder und schicke den mal als als Datentyp, den ich erwarten würde, statt einem XML oder einem JSON einfach ein Pups. Und dann kommt ein 406 Not Acceptable. Das waren mal so ein erste Demos, dass das Return Status Codes zurückkommen. Wir werden uns das ausführlich anschauen, sobald wir wirklich selber die Status Codes zurückgeben und wirklich überlegen müssen,
beim Erzeugen dieser Ressource oder Ändern dieser Ressource, welcher Statuscode war denn das jetzt? Und da schauen wir uns das nochmal genauer an. Soweit erstmal zu den Statuscodes. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt kommt als nächstes die HTTP-Parameter, die man übergeben kann.